Habe ich schon wieder was entdeckt, bevor ich da war? Shale Bridge. In den Shale Bridge. Gibt's hier denn irgendwas? Gibt unmarkierte Orte, wo mehr ist, wenn das hier alles sein sollte. Dann wäre es ja irgendwie nichtig, das hier auszuschildern. Nee. Na komm, hier muss es doch irgendwo reingehen. Shale Bridge Tunnels. Bin schon wieder an etwas vorbeigelaufen. Und wo sollen die sein? Hä? Ah, okay. Gut, die grünen Pilze herum, um auf den Ort aufmerksam zu machen. Macht Sinn. Man darf halt nur nicht so blind sein wie ich. Oh, warte, die sind jetzt alle freundlich? Mutierte Treiberameise. Okay. Mal gucken, was ich in dieser Höhle übersehe. Ich wette, hier sollte irgendwas liegen. Komme ich nicht lang? Ameisenmüll. Mich auch nicht lang. Doch, komme ich. Aha. Aber jetzt möchte ich jetzt nur noch gucken, habe ich hier nicht irgendwie was übersehen? Hm. Ja. Nur ist da so eine Art, oder? Ist das unter oder über uns? Hm. Da sind jetzt wieder feindliche. Ah! Mutierte Treiberameise. Ich habe einen von denen aus Versehen erwischt anscheinend. Nee, nee, nee. Ich will nur die Invasoren töten. Nee, ich habe sie aus Versehen erwischt. Ich muss damit irgendwas rangehen, was präziser ist. Okay, das hat geklappt.
Wir haben hier freundliche Ameisen, die müssen wir schützen. Denn wenn die sich ausbauen und stärker werden, können sie die bösen Ödland-Ameisen töten. Aber dazu müssen die erstmal groß genug sein. Ameisen sind sau interessant, wenn man sich erstmal ein bisschen damit auskennt. Beziehungsweise ist es auch sau brutal. Die Zufuhr eines schwachen Aufputschmittels könnte das Puppenwachstum der Kolonie entscheidend stimulieren. We have injected the eggs to stimulate future growth. Also wenn die sich hier sowas hätten einfallen lassen, dass man das jetzt macht und nach ein paar Ingame-Tagen sind die größer oder irgendwie sowas. Ameisenpost offen. Die Ameisen scheinen diesen Komposthaufen zum Umwandeln in einen Nahrungsvorrat zu nutzen. Deren Ausscheidungen gehen mit dem Kompost eine starke chemische Verbindung ein. Ameisenkomposthaufen. Ah, nein, 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 das wollte ich nicht machen. Sind die jetzt böse auf mich? Dann mache ich den Nektar mal wieder zurück. Müsste bei Sonstiges oder bei Hilfe sein? Die Ameisen auf unserem Planeten ist das. Die sind wirklich ständig im Krieg gegen andere Ameisenarten. Es ist eigentlich ziemlich interessant, das zu sehen, aber. Es gab mal so ein Meme, wo Ameisen mit dem Warhammer 40k-Universum dargestellt wurden. Weil es halt wirklich. Es herrscht wirklich nur Krieg. Obwohl das natürlich eine leicht zugespitzte. Naja, Darstellung war. Gut, jetzt möchte ich nochmal gucken, ob das irgendwas macht. Dazu muss ich natürlich mal wieder ins Internet und mal auf der Wiki gucken. Ich möchte halt wirklich nur gucken, ob es da irgendwas gibt, was man da machen könnte. Okay. It consists of a broken relay tower, the Shale Bridge Tunnels, da sind wir gerade drin, and Shale Bridge Hill. The later two are home to rival ants and colonies. Okay. Ah. Okay, ja, ja, ja. Gut, dann haben wir gleich noch irgendwas, wo wir sonst noch rein müssen. And Shale Bridge Hill, wo ist denn hier? Das ist die lokale Map. Ah, okay. Gut, 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 gut. The smaller friendly ants are under attack from larger, more aggressive ants. Das haben wir gesehen. Dass die kleinen freundlichen Ameisen von den großen angegriffen werden. Ja, die großen können getötet werden, um die Kolonie zu beschützen. Ah, okay. Die größeren Ameisen werden dann nicht da sein, wenn wir die. Okay, wenn wir was im anderen Bau gemacht haben. Upon inspecting a nearby ant egg cluster, the option to inject a stimpack is given. 70 science oder 40 medicine required. There's an ant compost heap with some ant nectar in it, and this will replenish faster upon killing the giant ant queen. And, ups, jetzt habe ich es doch schon gespoilert. Tried with glowing green. Okay.
Nun gut. Dann probieren wir das doch mal. Erstens. Also, es wurde jetzt nicht gesagt, ich habe eigentlich nur nachgeguckt, ob das hier irgendwas bringt, das zu machen. Also, wir helfen der Kolonie irgendwie. Aber ansonsten hat das, glaube ich, also man sieht die Auswirkungen nicht. Es scheint, als gehörte diese Ameise zu einer anderen Kolonie. Vielleicht könnte ein Angriff auf diese feindliche Kolonie die Überlebenschancen der Treiberameisen erhöhen. Ja, genau das machen wir. Ich weiß jetzt nicht, was ich von der Ameise aufgehoben habe. Ich möchte jetzt aber. Ich hatte übrigens recht damit. Ja, hier geht so ein langer Tunnel lang. Und da kommt man doch irgendwie rein. Bin ich mir sicher. Gut, dann halt so. Moment, jetzt sind wir in dem geloopten Teil drinnen, ne? Nee, doch nicht. Ach, man sieht aber auch schon, wie sich das hier, ne? Man sieht, welchen. Also es repetiert. Ja. Es wiederholt sich die ganze Zeit. Also sollte, ist es, also ist es nicht gedacht, dass man hier reingeht. Aber wozu hat man das hier dann gemacht? Nun gut. Ameisenfleisch haben wir mitgenommen. Dann helfen wir mal dieser Ameisenkolonie zu überleben, indem wir die Invasorenspezies auslöschen. Wäre eigentlich auch saucool. So ein kleines Subgame, wo man sich wirklich nur um so eine Ameisenkolonie kümmern muss. Nicht so eine kleine, wie wir jetzt haben, sondern wirklich so in der Größe. So, hier vorne ist noch irgendwo eine feindliche Ameise. So, grün markierte die Stelle der Guten. Und irgendwo hier muss jetzt noch ein Bau mit goldenen Mushrooms sein. Oder gelblichen. Ich gehe mal da vorne einfach hoch, wo auch die Grünen waren. Und jetzt muss ich. Ah, da vorne, ne? Da sind ja auch schon Arme. Nee, das sind Zentauren. Okay, aber ich suche jetzt erstmal den Bau mit den goldenen Mushrooms. Die schießen schon auf mich, das ist in Ordnung. Ist der da vorne? Bei den Zentauren? Gehe ich mal hin, die schießen ja eh schon auf mich. Sofern man das Schießen nennen kann. Wenn wir die Gefahren hier beseitigen, dann haben es die Ameisen auch leichter auszugehen und Nahrung zu finden. Wo ist denn der zweite? Da waren doch zwei. Sehr komisch. Aber wo ist jetzt der Ameisenhaufen mit den goldenen Mushrooms? Es gab ja Shellbridge Hill und Shellbridge Tunnels und Hill müsste dann ja irgendwo hier oben sein.
Da vorne ist ein Feind. Ach, lass mich raten, der Zentaur ist runtergefallen. Ja. Blödes Vieh. So, aber hier war es jetzt nicht. Wo ist Shalebridge Hill? Bringt nicht, wenn ich es ihm sage. Es muss hier oben sein. Doch nicht. Verdammt. Bin ich jetzt wirklich so blöd? Moment, erstmal was saufen. Ach. Da vorne. Liegen also doch einfach gegenüber. So. Theoretisch hätte ich auch einfach gerade. Nee, was war's denn? C? Q. Q war's. Q drücken, um einfach automatisch zu gehen. Ja. Gut, weil das irgendwas mit Hill zu tun hatte, dachte ich halt. Naja. Lassen wir das. Sind aber eher Gehirn-Mushrooms und keine goldenen. Aber nun gut. Auf nach Shalebridge Hill. I don't want to set the world on fire. I just want to start